entwickeln sich 2021 die Aktienmärkte? Wir erwarten für das kommende Jahr ein positives Aktienmarktumfeld und rechnen damit, dass viele internationale Aktienindizes neue Rekordstände erreichen werden. Im Wesentlichen aus drei Gründen. Einerseits rechnen wir mit einer deutlich anziehenden Konjunktur und gehen davon aus, dass in diesem Umfeld Unternehmen das Potenzial haben, Gewinne und Umsätze deutlich zu steigern. Im Wesentlichen rechnen wir aber mit höheren Margen, weil viele Firmen in der Krise die Chance genutzt haben, um ihre Kostenbasis deutlich zu optimieren. Darüber hinaus sehen wir Spielraum, was die Bewertung von Aktien angeht. Zwar sind viele Aktienmärkte schon recht ordentlich bewertet, so zum Beispiel amerikanische Technologiewerte. Vergleicht man aber Aktien mit anderen Anlageklassen, sieht man, dass Aktien im Quervergleich gar nicht so teuer sind. Vor diesem Hintergrund sehen wir hier Potenzial und rechnen mit höheren Bewertungen und damit auch mit höheren Kursen. Ein dritter Grund, warum wir der Meinung sind, Aktien sollten nächstes Jahr steigen, ist die Geldpolitik der Notenbanken, die über niedrige Zinsen und auch über Anleiheaufkaufprogramme sehr viel Liquidität zur Verfügung stellen. Diese Liquidität trifft im Moment auf einen Kapitalmarkt, wo die Zinsen tief sind, also variabel verzinsliche Wertpapiere sind wenig attraktiv. Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass viel Liquidität in die Aktienmärkte fließen wird und damit auch die Aktienmärkte weiter nach oben treiben wird. Konkret für das Jahresende 2021 glauben wir, dass der DAX bei ungefähr 15.000 Punkten landen wird. Wir sind für deutsche Aktien besonders positiv, weil die deutsche Wirtschaft stark international verflochten ist. Sie ist offen, sie ist exportorientiert und sollte damit in einem globalen Konjunkturaufschwung überproportional partizipieren. Gilt das auch für die USA? Für die amerikanischen Aktienmärkte sind wir auch positiv, aber wir halten das Potenzial nicht ganz so groß wie für die europäischen. Vor dem Hintergrund, dass die Bewertungen schon etwas höher sind und dass wir der Meinung sind, dass die Technologiewerte ihre Favoritenrolle der vergangenen Jahre an Unternehmen abgeben, die mehr zyklisch sind, mehr konjunktursensibel sind. Wie sieht die Entwicklung in Asien aus? Eine weitere Region, die wir favorisieren würden im kommenden Jahr, ist der asiatische Raum, also China und die Anrainerstaaten. Auch hier sehen wir im Moment eine kräftige Konjunkturerholung und China wird im Jahr 2021 die Wachstumslokomotive der Welt sein. Darüber hinaus scheint es, als wenn die Corona-Krise in vielen Ländern schon überstanden ist. Und dann haben wir ein neues Handelsabkommen, das asiatische Freihandelsabkommen, von dem wir uns weitere Wachstumsimpulse für die kommenden Jahre versprechen. Welche Risiken könnten 2021 auf uns zukommen? Die größten Risiken, die wir nächstes Jahr in diesem positiven Aktienmarktszenario haben, sind einerseits Rückschläge bei den Corona-Impfstoffen. Das könnte die Wirksamkeit sein, das könnte aber auch die Verteilung, die Akzeptanz durch die Bevölkerung sein. Darüber hinaus könnte eine anziehende Inflation deutlich über den Schätzungen der Volkswirte dafür sorgen, dass die Notenbankliquidität verloren geht an den Märkten und insofern, dass wir hier deutlich Druck an den Aktienmärkten bekommen. Zwar sind diese Risiken im Moment nicht der Hauptbestandteil unseres Szenarios für das Jahr 2021, allerdings muss man diese Entwicklung beobachten und wir würden entsprechend bei veränderten Rahmenbedingungen unsere Prognosen anpassen. Welche Trends werden 2021 anhalten? Wir gehen davon aus, dass der Trend, in Technologieaktien zu investieren, auch im Jahr 2021 anhalten wird. Nach einer gewissen kurzen Erholungsphase der Unternehmen, wo andere Sektoren vielleicht besser laufen werden, werden doch die Investoren wieder erkennen, dass die großen Megatrends sich letztendlich im Technologiesektor abspielen. Hier zählt insbesondere das große Datenaufkommen, aber auch die Verarbeitung dieser Daten durch die Technologisierung, die Automatisierung, Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Gesundheitswesen, aber natürlich auch die Vernetzung der einzelnen Personen untereinander eine ganz wichtige Rolle. Dass dieses Thema überhaupt so umgesetzt werden kann, dafür ist natürlich auch die Infrastruktur erforderlich und das wird auch im Jahr 2021 ein treibendes Thema sein. Nicht nur die Datenbereitstellung mit dem 5G-Netz, was überall diskutiert wird, sondern auch die Thematik rund um Infrastruktur, Versorgung, Entsorgung, die Bereitstellung von erneuerbarer Energie in den Städten und die Verarbeitung und Sicherstellung einer konstanten
Leistung wird immer stärker in den Fokus rücken. Natürlich wird auch automatisch die wiederwirtschaftliche Belebung dazu führen, dass die Infrastruktur automatisch stärker nachgefragt wird. Aber mit den ersten Themen kommen wir natürlich auch zum großen dritten Megatrend, das ist die Nachhaltigkeit in 2021. Unternehmen, die bereits die Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geschrieben haben, werden natürlich stärker nachgefragt werden von den Investoren als Unternehmen, die noch ganz am Anfang von diesen Themen stehen. Dieses Thema wird im Übrigen auch in einem folgenden Set von einem Kollegen nochmal näher dargestellt. Aber bitte vergessen Sie nicht, sich auch die Unternehmen anzuschauen, die letztendlich für die Analyse und Bewertung der nachhaltigen Unternehmen verantwortlich sind und diese dann zum Beispiel über Indexprodukte oder andere Indizes letztendlich dem Investor zur Investition zur Verfügung stellen. Welche neuen Trends erwarten wir an den Aktienmärkten 2021? Die künftigen Trends oder neuen Trends im Jahr 2021 basieren insbesondere auf den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer erfolgreichen Bekämpfung der Corona-Pandemie. Mit der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollten Unternehmen, die im Jahr 2020 massiv gelitten haben, sich deutlich erholen. Somit haben wir das erste Trendthema, die konjunktursensitiven, günstigen Unternehmen aus dem Value-Sektor, die wiederum von den sich verbessernden wirtschaftlichen Themen profitieren können und entsprechend auch ein starkes Wachstum in den Bilanzen aufweisen können. Das nächste Thema, das man nicht vernachlässigen darf, ist wahrscheinlich auch wieder das Thema der Dividenden. Im Jahr 2020 unter die Räder gekommen, sollten Dividendentitel wieder verstärkt nachgefragt werden, wenn die Unternehmen wieder aufzeigen können, wie die Ertragslage und die künftige Ausschüttungspolitik vorliegen wird. Insgesamt werden die Anleger intensiv in diesen Sektor hineingetrieben, da die Zinsen weiterhin niedrig bleiben.